Wissen Sie, dass die EU einen Geheimdienst hat? Fast vollkommen unbekannt sind diese Geheimdienstaktivitäten der EU in Brüssel nämlich. Doch all das hat natürlich nichts mit James Bond Agentenfantasien zu tun. Ein grundsolider Beamter aus Österreich ist der langjährige Chef des Nachrichtendirektorats der EU. So heißt der Geheimdienst nämlich ganz offiziell. Brigadier Günther Eisel hat meinen Kollegen Raimund Löw gestattet, ein wenig Einblick in den Arbeitsalltag zu bekommen. Die meisten Bürger sind mit ihren europäischen Institutionen nur recht vage vertraut, trotz der unübersehbaren Aufschriften wie hier beim Auswärtigen Dienst der EU. Kein Problem ist das für diesen Mann. Der österreichische Nachrichtenoffizier leitete 3 Jahre die Geheimdienst-Zentralstelle der EU. Sind Sie endlich froh, dass Ihre Behörde niemand kennt? Das ist fast Teil unseres Geschäftes, dass wir im Hintergrund agieren, das stimmt. Aber das Intelligence-Direktorat, das gibt es eigentlich schon seit über 10 Jahren, seit 2001. Ist dieses Intelligence-Direktorat der Europäischen Union so etwas wie ein EU-Geheimdienst oder die Keimzelle eines EU-Geheimdienstes? Nein, kann man nicht sagen. Wir haben also überhaupt keine eigenständigen Fähigkeiten, irgendwelche Nachrichten im traditionellen Sinne eines Nachrichtendienstes oder Geheimdienstes zu sammeln, sondern wir sind ausschließlich davon abhängig, was uns die Dienste der Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen. Das heißt, um das salopp zu sagen, es gibt keine EU-Spione, die jetzt die Sicherheitslage da oder dort analysieren? Nein, wir haben also gemeinsam mit unseren zivilen Counterparts, wir haben die Analysefähigkeit von in etwa einem kleineren Dienst eines mittleren Mitgliedslandes. In diesem gesichtslosen Bürohaus im Brüsseler Europaviertel befinden sich die Arbeitsräume des Nachrichtendirektorats der EU. Was man sieht, ist, dass die Einheiten, die für nachrichtendienstliche Kooperation zuständig sind, zunehmend wachsen. Wir haben jetzt schon eine sehr große Intelligence Community hier in der Europäischen Union. Mit den beiden Agenturen von Europol und Frontex würde ich sagen, die umfassen ca. 1300 Mitarbeiter bei einem Jahresbudget von 230 Millionen Euro etwa. An EU-Außenpolitikchefin Catherine Ashton liefern die Experten mehrmals am Tag ihre Analysen. Grundlage sind die Erkenntnisse der Spionageorganisationen in London, Paris, Berlin und den anderen Hauptstädten. Wenn die EU sich wie in Mali mit Soldaten engagiert, dann sind Geheimdienstinformationen einfach unverzichtbar, so heißt es. Aber nationale Dienste liefern viel zu wenig nach Brüssel, lautet die Kritik aus dem Europäischen Parlament. Das ist ja das alte Problem, Geheimdienste zu koordinieren, weil die Männer mit den Schlapphüten sich nicht gegenseitig vertrauen. Und das ist dann durch eine mangelnde Information Fehlentscheidung der Politik kommt, weil nicht jeder alle Informationen zur Verfügung stellt. Im Europaparlament hat das Intelligence-Direktorat nicht nur Freunde. Ich bin Geheimdienst geschädigt in meiner Biografie. Ich komme aus der DDR, ich weiß, was dort ein Geheimdienst bewirkt hat. Ich komme aus der Bundesrepublik Deutschland heute und war selbst jahrelang Objekt des Geheimdienstes. Und ich weiß, Geheimdienste sind nicht demokratisch kontrollierbar, auch durch kein Parlament, dann wären sie keine Geheimdienste. Weil die EU-Nachrichtenexperten keine eigenen verdeckten Operationen durchführen, gibt es auch keine Kontrolle durch das EU-Parlament. Nur nationale Abgeordnete dürfen Geheimdienste beaufsichtigen. Das sind schon eigenständige Einheiten. Sie bekommen auch eigenständige Informationen. Ich denke da zum Beispiel an das Satellite Center, die Image Intelligence ankauft und dann weiterverarbeitet. Ich denke da zum Beispiel an die EU-Delegationen. Ich denke an die Monitoring Missions. Ich denke an die ESVB-Missionen. Von dort fließen direkt die Informationen an die EU, an Brüssel. Dementsprechend ist es auch einheitlich und eigenständig zu betrachten. Und dementsprechend braucht es auch eine europäische parlamentarische Kontrolle. Wir haben in dem Sinn nichts, was überprüft werden müsste, weil wir nur Finished Intelligence bekommen, Beiträge von den Mitgliedstaaten, die bereits der eigenen nationalen, parlamentarischen oder sonstigen Kontrolleinrichtungen unterliegen. Beispiel Syrien. Die syrische Tragödie ist seit Wochen die größte aller Sorgen. Die EU-Nachrichtendienste versuchen sich zu orientieren. Also Syrien beispielsweise haben wir das große Problem, dass wir nicht wissen, wer ist denn jetzt gut oder schlecht Opposition, um das einfach zu sagen. Wen kann man unterstützen oder wer will nachher eine islamistische Diktatur ausrufen? Niemand sagt oder kann sagen, wo die Linie entlangläuft. Aber mit den Erkenntnissen, die alle
nationalen Geheimdienste zusammen hätten in der Region, einige mehr, einige weniger, wäre die Möglichkeit, hier eine klare Entscheidung zu treffen und sagen, wie man dann Aktionen betreiben kann und wie man unterstützen kann, in welcher Weise, sehr viel leichter möglich. In Kriegssituationen betreiben Geheimdienste nicht selten selbst gezielt Desinformation. Die Nachrichtenexperten der EU sollen den Politikern helfen, Dichtung und Wahrheit zu unterscheiden. Zum Beispiel bei der heiklen Frage des Chemiewaffeneinsatzes in Syrien. Den Einsatz von chemischen Waffen haben einige Akteure, internationale Akteure, als Red Line, also rote Linie definiert, wo sie sich engagieren würden. Aber es gibt keine nachrichtendienstlichen Hinweise, dass das Regime den Einsatz vorbereitet. Ob die EU einen Geheimdienst braucht, der unabhängig von den Diensten der Nationalstaaten ist und auf eigenen Füßen steht, die Meinungen sind geteilt. Die Zeit ist dafür absolut noch nicht reif. Wir müssen die Europäische Union einmal vom Kopf auf die Füße stellen, da wirklich ein fundamentales demokratisches Gerüst schaffen. Und dann kann man natürlich darüber nachdenken, wie die Kooperation in dem Bereich ausschaut. Der große Mythos, Europäische Union sammelt alles, bringt alles zusammen, bewertet das, gibt einheitliche Empfehlungen jetzt beispielsweise an die Mitgliedstaaten heraus. Ich halte das nicht für praktikabel. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Die Mathematik spricht für sich, dass natürlich ein Dienst, der ausgerichtet ist und auf eine Administration ausgerichtet ist, effizienter sein muss als wie ein Werk von 27 Diensten, die zwar kooperieren, intensiv bilateral kooperieren. Das spricht für sich. Aber es entspricht nicht der Ambition der Mitgliedstaaten zu dem jetzigen Zeitpunkt. Europas Spione, ob 15.0, 15.0 oder 007, werden noch lange hauptsächlich im Dienste der Nationalstaaten stehen. Das war Raimund Löw aus Brüssel.